Sehr verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Mitglieder des Auswahlausschusses, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie vielen Dank, dass Sie unserer Einladung zur diesjährigen Verleihung der Heinz-Meyer-Leibniz-Preise gefolgt sind und sich so zahlreich zugeschaltet haben. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Es ist inzwischen schon das zweite Mal, dass diese Veranstaltung notgedrungen virtuell stattfinden muss. Doch ist es das erste Mal, dass sie nicht im kleinsten Kreis ausgerichtet werden muss, sondern zugleich live übertragen wird. Und das ist auch der Grund, warum ich heute die Preise aus Bonn, aus der Geschäftsstelle der DFG verleihe und nicht aus meinem Büro zu Hause, weil wir nämlich hier umgarnt sind von wunderbarer Technik, die das alles für uns organisiert. Mir persönlich ist es eine große Freude, auch in diesen virtuellen Zeiten und eine ganz besondere Ehre, Teil dieses Festakts sein zu dürfen. Und trotz des virtuellen Formats habe ich genau das Hochgefühl, das für solch glanzvolle Veranstaltungen bezeichnend ist. Und es kommt nicht von ungefähr, denn wir feiern heute außergewöhnliche, ja ganz herausragende Forschungsleistungen in sehr frühen Karrierestadien. Wir feiern den Pioniergeist neuer wissenschaftlicher Ideen. Wir ehren die Kraft wissenschaftlicher Kreativität. Aber vor allem auch konkrete Lebensläufe, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Ideenreichtum mit Beharrlichkeit, Ausdauer und auch Durchhaltevermögen verfolgt und kultiviert haben. Wir ehren Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger. Liebe Frau Borst, Frau Budai, Herr Cornella, Herr Dietrich, Herr Kater, Herr Lavon, Herr Roberts, Frau Schenk, Frau Schönauer und Herr Schuller. Von Ihren überaus beeindruckenden Forschungsarbeiten werden uns die Laudatorinnen und Laudatoren aus dem Auswahlausschuss in Kürze berichten. Zu diesen Leistungen darf ich Ihnen schon jetzt zur Auszeichnung mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis anschließend gratulieren. Die enorme Bedeutung dieser Auszeichnung verdankt sich dabei auch einiger Charakteristika des Preises selbst. So gebührt dem Preis und den mit ihm ausgezeichneten Dignität schon dadurch, dass es ein vergleichsweise alter, ja traditioneller Preis ist. Verliehen wird er bereits seit 1977. Und seitdem fügt er sich ein in ein immer dichteres Maßnahmenbündel zur Förderung früher wissenschaftlicher Karrieren. Innerhalb dieser Instrumentenvielfalt ist der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis schon so etwas wie ein Klassiker. Und dass er diesen Rang einnehmen konnte, dafür gilt mein Dank Ihnen, sehr geehrter Staatsminister, lieber Herr Luft, aber auch Ihrem Ministerium für die Wertschätzung bester erkenntnisgeleiteter Forschung in früheren Karrierestufen und zur Förderung herausragend begabter wissenschaftlicher Talente. Mein Dank gilt aber auch stellvertretend einem politischen System, das der Förderung der intrinsischen Interessen der Forschenden seit langem einen hohen Stellenwert einräumt. Haben Sie vielen Dank. Aber auch in einer anderen Hinsicht verdient die Bedeutung des Preises unterstrichen zu werden, dem einer rigorosen Selektion. Als Vorsitzende des Auswahlausschusses kann ich Ihnen jedenfalls versichern, dass es für die Mitglieder dieses Ausschusses eine durchaus herausfordernde Aufgabe war, aus den 150 hochkarätigen Vorschlägen sehr gute Forschungsprofile von noch besseren zu unterscheiden. Am Ende waren dies klare, eindeutige Entscheidungen. Sie waren aber das Ergebnis umsichtiger Betrachtung und strenger Bewertung aller Kandidatinnen und Kandidaten in vielerlei Hinsichten. Den Mitgliedern des Ausschusses möchte ich daher für ihre leidenschaftlichen Diskussionen und ihr ebenso beherztes wie geistreiches Engagement danken. Einige von Ihnen sind ja heute auch dabei. Schließlich verdient der Preis in einer dritten Hinsicht Beachtung, dem der mit ihm verliehenen Reputation.
denn er ist nicht zuletzt ein sehr erfolgreiches Förderinstrument. Eine glanzvolle Auszeichnung in der frühen, glanzvollere Auszeichnung in der frühen Karrierephase ist kaum vorstellbar. Der Preis ist die beste Empfehlung, die einer Wissenschaftlerin, einem Wissenschaftler mit auf den weiteren akademischen Weg zu geben ist. Seit jeher steht der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für Ansporn und Anerkennung. Und genau dazu verleihen wir ihn auch heute. Gerade auch im Hinblick auf die laufende Pandemie sehen wir den lebensrettenden Wert der Forschung. Übrigens einer Forschung, die ihre Anfänge in der intrinsischen Motivation der Forschenden fand. Möge Ihnen also die Preisauszeichnung und das Zeitgeschehen weitere Gründe liefern, den schon heute sehr beeindruckenden Weg mit Freude und Tatkraft weiter zu verfolgen. Vielen Dank. Bevor wir uns nun Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, zuwenden und zur Urkundenüberreichung kommen, möchte Herr Luft, Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, noch einige Worte sagen. Leider musste Herr Luft aufgrund einer Erkrankung kurzfristig absagen. Er hat uns aber freundlicherweise eine Aufzeichnung seines Grußworts zukommen lassen. Herr Luft, bitte. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Frau Professor Hochburg, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger der Heinz-Meyer-Leibniz-Preise, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir wirklich eine große Freude, Sie als herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis auszuzeichnen. Sie alle haben bereits im frühen Stadium Ihrer wissenschaftlichen Karriere bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielt. Solche Forschungsergebnisse schaffen Zuversicht. Zuversicht, dass Sie auch Lösungen für aktuelle globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, den Klimawandel oder den nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen finden können. So haben Sie, sehr verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, zum Beispiel Methoden und Modelle für die Früherkennung und Behandlung von schweren Krankheiten entwickelt. Sie haben mit Ihrer Forschung dazu beigetragen, dass chemische Prozesse ressourcenschonender und umweltverträglicher ablaufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zurückliegende Jahr hat eindrücklich vor Augen geführt, welche Bedeutung der Wissenschaftskommunikation in Zeiten großer Unsicherheit zukommt. So ist es nicht zuletzt der ständige Austausch mit der Wissenschaft, der Politikerinnen und Politiker informierte Entscheidungen ermöglicht und gesellschaftliche Diskurse versachlicht. Gute Wissenschaftskommunikation ist insbesondere bei gesellschaftlich kontroversen Fragestellungen unerlässlich. Gerade in Zeiten, in denen sich die Spaltung der Gesellschaft vertieft und vermehrt Fehlinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet werden, zeigt sich jetzt deutlich, wie groß der Bedarf an fundierter Wissenschaftsinformation ist. Der Podcast Coronavirus Update von Christian Drosten und Sandra Zizek hat innerhalb weniger Monate rund 40 Millionen Aufrufe in 60 Ländern erzielt. Auch wenn diesem Beispiel sicherlich eine Ausnahmesituation zugrunde liegt, es zeigt doch deutlich, welche Chancen gute Wissenschaftskommunikation bietet. Deshalb ermutige ich Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, weiterhin den Austausch mit der Gesellschaft und Politik zu suchen. Machen Sie bitte Ihre wissenschaftliche Forschung erfahrbar und nachvollziehbar und nutzen Sie hierfür auch innovative Ansätze und Formate. Nutzen Sie hierfür auch die Aufmerksamkeit, die das Renommee des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises als wichtigsten Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs schafft. Sehr geehrte Damen und Herren, wissenschaftliche Exzellenz und Innovation benötigen herausragende, engagierte Forscherinnen und Forscher. Und ich kann wirklich sagen, wir sind richtig stolz auf unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Aber wissenschaftliche Exzellenz braucht auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung setzt sich daher nachdrücklich für attraktive Karrierebedingungen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein. Dies gilt insbesondere für transparente und verlässliche
Karriereperspektiven. Sicherheit gibt aber auch der Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit dem Tenure-Track-Programm stellt der Bund bis 2032 1 Milliarde Euro zur Verfügung, um 1000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren zu fördern. Eine Tenure-Track-Professur beinhaltet die verbindliche Zusage einer Berufung auf eine Lebenszeitprofessur nach positiver Evaluation. Die Kriterien für diese Evaluation werden bereits vor Berufung auf die Tenure-Track-Professur festgelegt. Die Bewerbungsphase dauert in der Regel maximal 6 Jahre und eine Tenure-Track-Professur schafft so eine frühe Planbarkeit für den dauerhaften Verbleib in der Wissenschaft. Uns ist dabei wichtig, dass die geförderten Hochschulen auch das ihre beitragen. Wir brauchen systemische Ansätze zur Weiterentwicklung der Personalstruktur und der Karrierewege für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Die Länder haben sich dazu verpflichtet, zusätzlich zu den vom Bund geförderten Tenure-Track-Professuren 1000 weitere unbefristete Professuren zu schaffen. Dafür auch Ihnen herzlichen Dank. Sie haben sich auch verpflichtet, die Tenure-Track-Professuren dauerhaft zu erhalten und erneut auszuschreiben. Ich denke schon, dass das Tenure-Track-Programm ein strukturelles Reformprojekt für den Innovationsstandort Deutschland ist. Es erhöht die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems. Es fördert einen Kulturwandel in der Wissenschaft. Ich freue mich da ganz besonders, dass in diesem Jahr 3 geförderte Tenure-Track-Professorinnen und Professoren unter Ihnen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Jahren hat die Bundesregierung weitere wesentliche Weichenstellungen für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vorgenommen. Mit dem dauerhaften Programm Zukunftsvertrag Studium und Lehrer stärken soll insbesondere unbefristetes, mit Studium und Lehre befasstes Hochschulpersonal ausgebaut werden. Darüber hinaus wurde auch der Pakt für Forschung und Innovation um 10 Jahre verlängert. Die Bundesregierung erwartet im Gegenzug zur dauerhaften und langfristigen Förderung einen Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse durch die Länder. Diese Maßnahmen werden nun nach und nach ihre Wirkung entfalten. Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, ich gratuliere Ihnen nochmals ganz, ganz herzlich zu Ihren herausragenden Leistungen und diesem wichtigen Meilenstein in Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Ihren weiteren Forschungsweg wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank. Frau Dr. Julia Borst forscht in der romanistischen Literaturwissenschaft. Mit außerordentlichem Gespür für bislang kaum wahrgenommene Themen und Autorinnen, deren künstlerische, kulturelle und politische Bedeutung sie in hochintelligenten Analysen erschließt und über ihr Fach hinaus sichtbar macht. In ihrer Dissertation sowie der Monographie Gewalt und Trauma im haitianischen Gegenwartsroman, die Post-Duvalier-Ära in der Literatur, untersucht Frau Borst die Fiktionalisierung der Gewalt in richtungweisender Form auf einem bislang vernachlässigten Forschungsfeld. Ihr weit fortgeschrittenes Habilitationsprojekt zu Literatur und Kultur der spanischen Black Diaspora richtet dagegen den Blick auf Europa und leistet wiederum Pionierarbeit. Die bereits vorliegenden Aufsätze gelten den GutachterInnen schon jetzt als zentrale Referenzpunkte in einem Feld, dessen Bedeutung durch die internationale Black Lives Matter-Bewegung noch unterstrichen wird. Theoretisch hervorragend fundiert und analytisch offen für die Ambivalenzen ihrer Gegenstände verbindet Frau Borst in Vorträgen, Artikeln und Themenbänden renommierter Zeitschriften postkoloniale Debatten mit den Perspektiven der Erinnerungsforschung und tastet sich dabei auf neues Gelände vor. Bahnbrechend ist die Publikation Le Sud Global et la Shoah zu nennen, in der sie das Verhältnis zwischen Postkolonialismus und Holocaust-Studien untersucht und zugleich zu den im Entstehen befindlichen Black Holocaust Studies beiträgt.
Darüber hinaus bietet Frau Borsts medienübergreifende Forschung neue Einsichten in hochdynamische Kontexte und Gattungen, etwa auf den digitalen Plattformen der afrikanischen Diaspora. Frau Borst pflegt mit zahlreichen Kontakten und Vortragsreisen, insbesondere nach Afrika und in die Karibik, lebendige, hochproduktive Forschungskooperationen und betreibt zudem Kulturaustausch durch die Unterstützung von AutorInnen-Lesungen. Die GutachterInnen des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises verknüpfen mit Frau Borsts Forschung und Initiativen nicht nur große Hoffnungen für die weitere Entwicklung in der Romanistik in Deutschland, sondern sprechen auch von, und ich zitiere, dem Vorbild einer dialogbezogenen, ethisch verantwortungsvollen Wissenschaft. Zitat Ende. Die Preisträgerin hat an der Universität Freiburg studiert. Sie wurde im Jahr 2014 an der Universität Hamburg promoviert, lehrt derzeit an der Universität Bremen und ist dort zweite Sprecherin des Instituts für postkoloniale und transkulturelle Studien. Ihre Publikationen auf Englisch, Französisch und Spanisch in einschlägigen internationalen Zeitschriften genießen höchste Sichtbarkeit. Nach einer Promotionsförderung durch die Konrad-Adenauer-Stiftung erhielt Frau Borst ein zweijähriges Forschungsstipendium der Universität Bremen und warb eine eigene Stelle aus DFG-Mitteln ein. Im Jahr 2019 erhielt sie den Sibylle Kalkow-Rose Akademiepreis für Geisteswissenschaften, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur für exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen in den Geisteswissenschaften. Heute zeichnen wir sie hochverdient mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis aus. Herzlichen Glückwunsch! Einen guten Tag, meine Damen und Herren! Die Mechanik ist eine klassische Disziplin der Ingenieurwissenschaften. Eine moderne Teildisziplin ist die Biomechanik. Die Mechanik menschlicher Gehirne ist das Forschungsthema von Frau Silvia Budai. Sie entwickelt in ihren Arbeiten einen Ansatz zur kontinuumsmechanischen Modellierung des Gehirngewebes und verbindet diese Modellierung mit experimentellen Untersuchungen. Insbesondere interessiert sie, wie Gehirnstruktur und Gehirnfunktion zusammenhängen. Ihre Arbeitshypothese lautet, dass funktionelle Änderungen im Gehirn, ausgelöst beispielsweise durch Wachstum, Alterung oder Krankheit, sich auf die mechanischen Eigenschaften des Gehirngewebes auswirken und mit diesen korreliert werden können. Um die experimentellen Arbeiten mit der mathematischen Modellierung, die auch medizinische bzw. physiologische Aspekte beinhaltet, eng zu verbinden, hat sie ein internationales Netzwerk aufgebaut. Es umfasst die Technische Universität Graz, die Stanford University, die Notre Dame University sowie die Purdue University. Im vergangenen Jahr bezog sie in ihre Arbeiten auch die Veränderungen ein, die eine Covid-19-Infektion auslösen. Neben den biomechanischen Arbeiten erweiterte sie zuletzt ihr Arbeitsgebiet um weitere Stoffe, wie beispielsweise Hydrogele. Eine der Herausforderungen, die dabei zu meistern sind, ist die kontinuumsmechanische Modellierung des sehr nachgiebigen Hirngewebes und seiner Deformationen mittels sogenannter finiter Elemente. Die Bedeutung der Forschung von Frau Dr. Budai ist vielfältig. Einerseits verspricht sie neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen zellulärem Aufbau und mechanischen Eigenschaften des Gehirns. Außerdem können andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die entstehenden Daten zur Entwicklung weiterer Modelle nutzen. Zudem ist zu hoffen, dass die Erkenntnisse über das mechanische Verhalten und seine Veränderungen bessere und neue diagnostische Techniken ermöglichen. Zum Werdegang von Silvia Budai. Nach ihrem Maschinenbaustudium am KIT promovierte sie von 2013 bis 2017 an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Anschluss an eine zweijährige Postdoc-Zeit wurde sie Nachwuchsgruppenleiterin im Emmy-Noether-Programm
der DFG. In ihren über 20 teilweise viel beachteten Veröffentlichungen in den wichtigsten internationalen Zeitschriften des Fachgebiets präsentierte Frau Dr. Budai exzellente Experimente, gekoppelt mit deren anspruchsvoller Auswertung und der nichtlinearen, kontinuumsmechanischen Beschreibung. Hierbei beeindruckte ihr tiefes Verständnis der Kopplung von Mechanik und der Analyse biologischer Zusammenhänge. Ich möchte hier den sehr beachteten Übersichtsartikel 50 Shades of Brain, a Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue herausheben, den Frau Dr. Budai als Erstautorin verfasste. Die Anerkennung, die Frau Dr. Budai erfährt, bestätigt die jüngst erfolgte Einbindung in das Programmkomitee eines DFG-Schwerpunktprogrammes eindrucksvoll. Die besondere Würdigung ihrer Arbeiten zeigen eine Vielzahl von Preisen und nicht zuletzt die Aufnahme in das Eminöter-Programm der DFG. Frau Dr. Budai ist mit ihrem hohen Enthusiasmus und ihrem exzellenten Verständnis eine würdige Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2021. Es steht zu erwarten, dass ihr Wirken weit über das Fachgebiet der Biomechanik hinaus Beachtung finden wird. Wir wünschen ihr für den weiteren Weg alles Gute und gratulieren herzlich zum Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2021. Katalysatoren machen chemische Reaktionen schneller und einfacher. Damit sind sie wichtig für viele Bereiche der Chemie und damit für uns alle. Wir brauchen sie für die Herstellung von Medikamenten und Wirkstoffen, aber auch von Naturstoffen oder von Chemikalien für die Landwirtschaft. Überall kommt es darauf an, organische Moleküle zu modifizieren und, um dies tun zu können, Bindungen zu aktivieren. Mit hoher Selektivität und mitunter nach vielen Reaktionsschritten. Die Arbeiten von Dr. Josep Cornellà sind bahnbrechend. In durchaus unterschiedlichen Bereichen der homogenen Katalyse. Zum einen hat er neue Synthesekonzepte entwickelt und nutzbar gemacht. Zum anderen hat er völlig neue Verbindungen für die Katalyse erschlossen, die kostengünstiger und praktischer sind als die bislang genutzten relativ teuren Übergangsmetalle. Ein Beispiel dafür sind die Katalysatoren auf Basis von Bismutkomplexen, die Josep Cornellà nicht nur mit Blick auf die Wirksamkeit identifiziert hat, sondern deren Wirkweise und Struktur er genau aufgeklärt hat. Weiteres beeindruckendes Beispiel seiner Innovationskraft ist die Entwicklung von Nickel-Null-Komplexen, die an der Luft oder im Kühlschrank stabil sind, weil er sie mit Stilben-Liganden versehen hat. Das verspricht die Einsetzbarkeit von Nickel in vielen praktischen Reaktionen und hat so das Potenzial, chemische Synthese auf lange Sicht vollständig zu verändern. Der Zeitschrift Chemical and Engineering News der amerikanischen chemischen Gesellschaft ACS, die ihn im vergangenen Jahr zu einem ihrer Talented 12 kürte, verriet Josep Cornellà, dass er, wenn er wählen müsse, als Element am liebsten Wasserstoff wäre, da er sich dann überall im Universum aufhalten könne. Seine bisherige Laufbahn führte ihn zwar noch nicht durch den gesamten Kosmos, ist aber außerordentlich und sehr international. Einem Studium der Chemie in Barcelona folgte eine zügige Promotion an der Queen Mary University of London. Für sein dreijähriges Postdoktorat in Tarragona erhielt er ein Marie Curie-Stipendium und im Anschluss verbrachte er weitere anderthalb Jahre am Scripps Research Institute, ehe er dann für die Leitung einer Nachwuchsgruppe am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung im Jahr 2017 nach Mülheim kam. Seine Arbeiten haben zahlreiche hochkarätige Auszeichnungen erhalten. Aus jüngerer Zeit, genau genommen aus dem Kalenderjahr 2020, seien hier insbesondere aufgeführt der Dozentenpreis des Fonds der Chemischen Industrie, der Forschungspreis der Otto Röhm Gedächtnisstiftung, der Marcial Moreno Manias Award der Spanischen Chemischen Gesellschaft, der Bayer Early Excellence in Science Award sowie ein ESC Starting Grant. Auch das Auswahlgremium für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hat die bisherigen wissenschaftlichen Leistungen von Josep Cornellà für außergewöhnlich und seine Wissenschaftlerpersönlichkeit für uneingeschränkt preiswürdig befunden.
Sehr geehrter Herr Dr. Cornelia, es sei Ihnen hiermit sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung gratuliert. Wie klingt das Universum? Oder genauer, wie ändert sich die Schwerkraft durch die Beschleunigung von Massen? Bereits 1916 hatte Albert Einstein im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt, dass sich eine Änderung der Gravitation nicht instantan, sondern über Gravitationswellen ausbreitet. Dabei stauchen und dehnen Gravitationswellen den Bereich des Raumes, den sie durchlaufen. Damit ist eine reale Variation von Abständen zwischen Objekten verbunden. Dies ist allerdings ein extrem kleiner Effekt, selbst für sehr große Massenänderungen. Mithilfe kilometerlangen Laserinterferometern gelang einem Forschungsteam 2015 mit dem LIGO-Experiment schließlich der experimentelle Nachweis der Gravitationswellen. Ein enormer Aufwand, der 2017 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde. Damit wurde Einsteins Vorhersage nach rund 100 Jahren bestätigt. Diese experimentellen Signaturen zu detektieren, ist unzweifelhaft eine großartige Leistung. Genauso wichtig ist es jedoch, dieses Weltraumzwitschern auch zu verstehen und zudem daraus etwas Neues zu lernen. An dieser Stelle betritt Tim Dietrich die wissenschaftliche Bühne. Herr Dietrich versteht und handhabt die allgemeine Relativitätstheorie in einer Weise, dass er daraus Modelle entwickeln und Konsequenzen berechnen kann. So ein Modell ist zum Beispiel die Verschmelzung von zwei Neutronensternen. Auch wenn dies ein relativ seltenes Ereignis ist, tritt es in den schwer fassbaren Weiten des Universums immer wieder auf und führt zu Gravitationswellen, die auch in einigen hundert Millionen Lichtjahren Entfernung nachweisbar sind. So eine Verschmelzung hat in der Tat am 17. August 2017 zu einem 100 Sekunden langen Signal im LIGO-Detektor geführt. Zur Analyse dieser Daten wurden die Modelle und numerischen Berechnungen von Herrn Dietrich herangezogen, die mittlerweile bereits zu einer Standardreferenz in der Community geworden sind. Herr Dietrich hat sich innerhalb kürzester Zeit eine außerordentlich hohe internationale Sichtbarkeit und höchste wissenschaftliche Reputation auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik erworben. Dieses Thema hat ihn schon während seines Studiums in Jena fasziniert. Sowohl sein Studium als auch die anschließende Promotion, ebenfalls in Jena, hat er mit bestmöglichen Noten abgeschlossen. Anschließend hat er als Postdoktorand seine wissenschaftliche Karriere am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, dem Albert-Einstein-Institut in Potsdam, zielstrebig weiterverfolgt. 2018 ging er als Marie Curie-Stipendiat ans NICHEF, dem niederländischen Nationalen Institut für subatomare Physik in Amsterdam, und kam 2020 zurück nach Potsdam auf eine Juniorprofessur an die Universität. Herr Dietrich ist ohne Zweifel bereits einer der weltweit führenden Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der numerischen Astrophysik und kosmologischen Relativitätstheorie. Seine innovativen, verlässlichen und qualitativ herausragenden Arbeiten erlauben ein umfassendes Verständnis kosmologischer Ereignisse und werden weltweit eingesetzt. Beeindruckend ist hierbei auch die Fähigkeit von Herrn Dietrich, seine numerischen Ergebnisse aus schwer verständlicher Theorie in äußerst anschaulichen Animationen aufzuarbeiten, die von den Medien gerne aufgegriffen werden. Dabei sind seine Erkenntnisse nicht nur von Relevanz für die Gravitationswellenphysik, sondern auch für die moderne Astrophysik. Bei der Kollision von Neutronensternen treten neben den Gravitationswellen weitere Boten im elektromagnetischen Spektrum auf, die experimentell nachweisbar sind. Das theoretische Verständnis all dieser Signale erlaubt, wichtige astrophysikalische Parameter präzise zu vermessen. Diese Multi-Messenger-Astronomie ist ein Forschungsgebiet mit extrem hohem Potenzial und die Arbeiten von Herrn Dietrich werden hier entscheidend zu fundamentalen Erkenntnissen auch in der Zukunft beitragen. Die DFG verleiht Herrn Professor Tim Dietrich den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2021 für seine herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik und dem Verständnis von Gravitationswellen mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie. Wir gratulieren dazu ganz herzlich.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Laudatio auf Juniorprofessor Dr. Jakob Niklas Kater hat Frau Professorin Dr. Elke Kario vom Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum Essen verfasst. Da dieser Preisträger an der Schnittstelle von Medizin und Informatik forscht, übernehme ich diese Würdigung gerne. Die digitale Pathologie, also der Einsatz von computerbasierten Methoden in der pathologischen Bildanalyse, ist eine spannende, sich rasant entwickelnde Disziplin. Sie zählt zu den Vorreitern der angewandten künstlichen Intelligenz. Bis jedoch maschinelle Diagnoseassistenzsysteme den Sprung in die klinische Routine schaffen werden, gibt es an der sehr dynamischen Schnittfläche von Medizin und Informatik noch viel zu entdecken. Bisher fehlen vor allem Mediziner, die einerseits die klinischen Probleme in der Diagnostik und Behandlung erkennen und andererseits informatisch-technische Methoden im Detail verstehen und als selbstverständliche Werkzeuge für neue Lösungsansätze für solch komplexe Fragen einsetzen können. Der diesjährige Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger, Herr Juniorprofessor Dr. Jakob Niklas Kater, verbindet auf exzellente Weise das Beste aus diesen beiden Welten. Er forscht sehr erfolgreich auf dem neuen Feld computerbasierter Techniken wie Deep Learning in der pathologischen Bildgebung. Wie seine hochrangig publizierten Veröffentlichungen eindrucksvoll belegen, weiß er Methoden wie neuronale Netze souverän und innovativ einzusetzen und für das gegebene klinische Problem elegant zu adaptieren. Seine international hoch anerkannten Beiträge helfen, die klinisch-pathologische Analyse und Interpretation von umfangreichen Bilddaten durch neue informatisch-technische Ansätze wesentlich weiterzuentwickeln und damit medizinische Diagnose- und Behandlungsstrategien vor allem in der Onkologie zu verbessern. Nach hervorragendem Abitur studierte Herr Kater an der Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg bis 2016 Medizin. Parallel absolvierte er erfolgreich den Studiengang Meckel Physics mit informatiknaher Masterarbeit in den computergestützten klinischen Medizin. Bei beiden Abschlüssen erzielte er die Höchstnote 1,0 und promovierte in der Medizin mit einer experimentellen Promotionsarbeit in der vaskulären Biologie und Tumorangiogenese am DKFZ mit Summa Cum Laude. Im Rahmen der Assistenzarztausbildung war Herr Kader zunächst am NCT in Heidelberg und seit 2018 in der Medizinischen Klinik 2 der Uniklinik an der RWTH Aachen tätig. Parallel zur ärztlichen Weiterbildung baute er hier eine eigene wissenschaftliche Arbeitsgruppe zum Thema Computational Oncology mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz erfolgreich auf. Bereits während seiner Studienzeit gelingt es Herrn Kater, mehrere Originalarbeiten als Erstautor zu veröffentlichen. Früh fokussierte er sich thematisch auf die computergestützte Analyse im Bereich der onkologischen Histopathologie und kann sich hervorragend in diesem äußerst wichtigen und wissenschaftlich kompetitiven Feld positionieren. In kürzester Zeit erreicht er konsequent als Erst- und Letztautor mehrere hervorragende Publikationen mit hoher wissenschaftlicher Qualität und hoher internationaler Sichtbarkeit in zentralen Journalen. Insbesondere ist hierbei die in Nature Medicine 2019 veröffentlichte Arbeit zur Vorhersage von Mikrosatelliteninstabilitäten mittels Deep Learning-Techniken zu nennen. Durch seine neu entwickelten Analyseverfahren könnten zukünftig histologische Schnitte, beispielsweise von Darmkrebs, wesentlich umfassender aufgearbeitet werden, was für die verbesserte Steuerung einer personalisierten Tumortherapie entscheidend sein wird. Herrn Kader gelingt es somit durch seine Vorkenntnisse aus dem Computational Modeling onkologischer Diagnostik, um einen neuen, wichtigen Aspekt zu erweitern. Diese zum Teil in großen Konsortien organisierte wissenschaftliche Arbeit zeugt nicht nur von wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch von hoher organisatorischer Kompetenz und Dynamik. Hierzu zählt auch die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln, darunter eine Max-E der Nachwuchsgruppe der Deutschen Krebshilfe. Entsprechend wurde er bereits auch von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit dem Theodor-Frerichs-Preis geehrt. Und seit dem 1. April 2021 hat er nun eine Juniorprofessur an der RWTH Aachen inne. Zusammengefasst, aufgrund seiner bisherigen außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen mit hervorragenden Studienergebnissen und Dissertationen, exzellenten Publikationen und einem klaren, eigenständigen wissenschaftlichen Profil, das interdisziplinär als Brücke zwischen Medizin und Informatik dient und zukunftsträchtig innovative Lösungsansätze entwirft, entspricht Herr Dr. Niklas Kater in besonderer Weise
den Auszeichnungskriterien des Heinz-Meyer-Lehrpreises 2021. Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg in der Forschung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen den diesjährigen Preisträger Juniorprofessor Dr. Kai Lavon vorstellen zu dürfen, da er in meinem eigenen Forschungsgebiet ausgezeichnet wird. Mein Name ist Thomas Ertl und ich nehme diese Laudatio im Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart auf. Die Visualisierung hat als zentrale Aufgabe, komplexe Daten in eine visuell erfassbare Form zu bringen, die es dann den Anwendern erleichtert, Hypothesen aufzustellen, zu belegen oder zu verwerfen. Dieses interdisziplinäre Feld gewinnt in den verschiedensten Anwendungsgebieten immer mehr Bedeutung. Hierzu ist es nicht nur wichtig, den Methodenapparat der Visualisierung zu beherrschen, um Daten den Aufgaben angemessen darzustellen, sondern sich auch in die verschiedenen Gebiete hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Nur so ist es möglich, neuartige Explorationswerkzeuge zu entwickeln, die bei der Untersuchung und Analyse der verschiedenartigsten Daten unterstützen. Dem diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger Juniorprofessor Dr. Kai Lavon ist dies in mehreren Anwendungsgebieten auf beeindruckende Weise gelungen. Die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse werden durch Szenarien aus der medizinischen Ausbildung, der Behandlungsplanung, der intraoperativen Unterstützung, den Biowissenschaften und der Computergrafik motiviert. Bemerkenswert ist, dass Herr Lavon trotz seines hauptsächlich mathematischen Hintergrundes auch die Beherrschung wichtiger technischer Aspekte wie die Entwicklung von Algorithmen für Grafikprozessoren unter Beweis gestellt hat. Kai Lavon versetzt Daten mit Algorithmen, um sie so in eine vermittelbare und verständliche Form zu überführen. Von der Analyse eines Aneurysmas über Bildtriangulation in der Kunst bis hin zur Unterstützung der Denkmalpflege jahrhundertealter Putzritzungen. Seine Visualisierungsforschung bietet die Grundlage für eine Fülle und Diversität an Anwendungsmöglichkeiten und bringt ihn mit Fachleuten verschiedenster Disziplinen zusammen. Der Lebenslauf von Herrn Lavon zeigt einen hohen Leistungswillen und ein außergewöhnliches Engagement für sein Fach und die Lehre. Er studierte von 2006 bis 2011 an der Freien Universität Berlin Mathematik auf Diplom mit dem Nebenfach Physik. Nach seinem Abschluss arbeitete er für eine Softwarefirma, bis er 2012 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg seine Promotionsarbeit begann. Nach nur 2,5 Jahren reichte Kai Lavon bereits seine Doktorarbeit ein und verteidigte sie mit dem Prädikat Summa Cum Laude. Nach weiteren 2,5 Jahren habilitierte er sich in Magdeburg für das Fach Informatik. Bevor er den Ruf auf eine Juniorprofessur an die Friedrich-Schiller-Universität Jena annahm, war Kai Lavon bereits Juniorprofessor an der Universität Koblenz-Landau und besuchte mehrere Universitäten im Ausland als Gastwissenschaftler, wie zum Beispiel INRIA Paris, die TU Delft und die ETH Zürich. Kai Lavon hat in den 9 Jahren seit Beginn seiner Promotion bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Visualisierung geleistet. Insgesamt verfasste er über 90 Publikationen, darunter 40 Artikel in den hochrangigsten Zeitschriften des Gebiets. Bezogen auf sein junges Karrierealter sind dies beachtliche Kennzahlen. Ebenfalls akquirierte er sehr erfolgreich Fördermittel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seine wissenschaftlichen Leistungen bestätigen darüber hinaus auch mehrere prestigeträchtige Preise. Neben einigen Best-Paper-Auszeichnungen erhielt Kai Lavon zum einen den Eurographics Best PhD Thesis Award 2016 sowie den renommierten Eurovis Young Researcher Award 2020. Beide Preise würdigen herausragende Arbeiten in der akademischen Forschung und Entwicklung zu visualisierungsrelevanten Themen und dienen dazu, exzellente Forscher in ihrer frühen Karriere auszuzeichnen. Mit der Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2021 würdigen wir Herrn Lavon für seine bisherigen herausragenden Leistungen und bereiten ihm einen weiteren Ansporn für eine erfolgreiche akademische Zukunft. Lieber Kai Lavon, ich gratuliere recht herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Forschung.
Stellen Sie sich einen tropischen Regenwald vor, mit seinem bis zu 5 Meter hohen Buschwerk und seinem dichten Hauptgrunddach, das bis in 40 Meter Höhe aufragen kann. Wo es fast täglich regnet, wo es so viele extrem spezialisierte Tier- und Pflanzenarten gibt, wo es noch eine so hohe Biodiversität gibt. Wann hat der Mensch begonnen, diese tropischen Regenwälder, dieses undurchdringbare Dickicht zu besiedeln? Wie hat er sich angepasst? Wann hat er begonnen, diesen Lebensraum nachhaltig zu verändern? Und welche Maßnahmen müssen wir heute zur Erhaltung dieses einzigartigen Lebensraums ergreifen? Diesen Fragen zur menschlichen Evolution widmet sich die Forschung von Patrick Roberts. Mit nur 29 Jahren ist er schon heute ein global führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der prähistorischen Wechselwirkungen des Menschen mit tropischen Regenwäldern. Gleichzeitig hat er sich aber auch der gesellschaftspolitischen Verantwortung des Menschen für tropische Regenwälder gestellt, die durch anthropogene Abholzung stark bedroht sind. Die Archäologie hat tropische Regenwälder für die Verbreitung und Besiedlung durch prähistorische Jäger und Bauern lange als unattraktiv angesehen. Der frühe Mensch sei ein Savannenspezialist, hieß es. Und so blieb die Rekonstruktion der menschlichen Evolution meist auf Savannen und gemäßigte Wüstenregionen in Afrika beschränkt. Aber diese Annahme war falsch. Die Forschung von Dr. Patrick Roberts hat gezeigt, dass der Mensch schon immer sehr anpassungsfähig war, dass er in tropischen Regenwäldern einen frühen Fußabdruck hinterlassen hat. Menschen, Produkte und sogar Städte gediehen im Laufe der Geschichte in tropischen Wäldern. Anthropozänähnliche Einflüsse in den Tropen begannen nicht erst mit der industriellen Revolution, sondern bereits vor 6000 Jahren. Seit ihrer frühesten Ankunft vor 36.000 Jahren in diesem tropischen Teil der Welt haben Menschen den Regenwald in Sri Lanka nicht nur genutzt, sie haben sich auf ihn spezialisiert. Diese Spezialisierung wird dadurch sichtbar, was die damalige Bevölkerung jagte und aß. Dr. Roberts hat die Analyse von fossilem, menschlichen und tierischem Zahnschmelz aus archäologischen Fundstätten mit der Bestimmung von stabilen Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen kombiniert und konnte dadurch die genutzten Ressourcen unter dem geschlossenen Blätterdach ermitteln. Die dort lebenden menschlichen Populationen konnten zum Beispiel Primaten und Rieseneichhörnchen erlegen, die besonders anfällig für Überjagung sind. Sie hatten also offensichtlich eine genaue Kenntnis von Lebenszyklen, Territorien und Jagdstrategien, was wiederum die verhaltenstechnische und technologische Flexibilität des Homo sapiens zeigt und als Beleg für die adaptive ökologische Plastizität unserer Spezies gilt. Roberts spätere Meta-Analysen haben gezeigt, dass diese Plastizität es den Menschen wohl auch ermöglichte, verschiedene spätpleistozäne Lebensräume auf der ganzen Welt zu bewohnen. Seine innovativen biogeochemischen Methoden tragen somit dazu bei, eine der zentralen Fragen der Menschen zu beantworten. Warum hat sich nur eine menschliche Spezies auf der Erde durchgesetzt? Angesichts der Bedrohung der tropischen Regenwälder durch den Menschen, gerade im 21. Jahrhundert, beteiligte sich Dr. Roberts auch an der Naturschutzbiologie. So berät er unter anderem die UNESCO bei der Definition neuer Schutzgebiete und politischer Prioritäten. Er hat den prestigeträchtigen Titel National Geographic Explorer erhalten, sicherlich auch aufgrund seiner Fähigkeit, effektiv mit einer Vielzahl von Stakeholdern zu kommunizieren. Patrick Roberts, der 2016 in Oxford promoviert hat, ist derzeit Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für die Wissenschaft von der Geschichte des Menschen in Jena und hat dort ein hochmodernes Labor für stabile Isotope für archäologische Analysen aufgebaut. Er hat weitere Positionen an der Universität der Philippinen und an der Universität Queensland in Brisbane, Australien inne. Patrick Roberts erhielt einen ESC Starting Grant und ist Mitglied der Global Young Academy der Leopoldina. Für diese absolut beeindruckende Kombination von wissenschaftlicher Brillanz auf dem Gebiet der menschlichen Evolutionsforschung und seinem gesellschaftspolitischen Engagement verleiht die DFG Dr. Patrick Roberts den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2021. Herzlichen Glückwunsch. For this absolutely impressive combination of scientific brilliance in the field of human evolutionary research and his socio-political commitment, the DFG is awarding Dr. Patrick Roberts the Heinz-Meyer-Leibniz-Prize 2021. Congratulations.
Ein Schneckenhaus hat nicht viel mit der Energiewende zu tun? Doch, sehr viel. Das zeigen in eindrucksvoller Weise die Arbeiten von Anna Schenk, unter anderem zu bioinspirierter Kristallisation und dem Entstehen von funktionalen Strukturen auf der Nano- und Mesoskala. Die Preisträgerin betrachtet nicht nur die Struktur und Dynamik der Wechselwirkungen von organischen und anorganischen Materialien, sie bringt völlig neue Ansätze in das multidisziplinäre Gebiet der Biomineralisation, zum Beispiel Problemstellungen aus der Elektrokatalyse. Die Idee hierbei ist es, Konzepte aus erfolgreichen Biomineralisationswegen zu nutzen, um elektrokatalytisch aktive Materialien herzustellen. Diesen Ansatz, der Evolution erfolgreiche Strukturierungsmechanismen abzuschauen und gezielt für die Herstellung von Katalysatormaterialien wie Kobaltoxid einzusetzen, schätzt die Jury als höchst innovativ und einzigartig ein. Anna Schenk entwickelt jedoch nicht nur die Materialien, sie charakterisiert diese auch mit Streutechniken und anderen analytischen Verfahren auf höchstem Niveau. Und so trägt ihr genauer Blick auf natürliche Strukturen wie ein Schneckenhaus dazu bei, moderne Katalysatoren für die Energiewende gestalten zu können. Die Preisträgerin verbindet in ihrer Forschung viele Fachgebiete miteinander: die physikalische Chemie, die Materialwissenschaft und die Biologie. Nicht nur in ihrem jetzigen Umfeld an der Universität Bayreuth, sondern auch in der internationalen Community sorgt sie äußerst effizient für Vernetzung, Zusammenarbeit und wichtige Infrastruktur, unter anderem als Teilprojektleiterin im DFG-geförderten Sonderforschungsbereich 840. Gleichzeitig liegen ihr die Ausbildung und die Förderung von Forschenden früher Karrierestufen am Herzen. Dem multidisziplinären Gebiet der Biomineralisation wandte sich Anna Schenk unmittelbar im Anschluss an ein Studium der Chemie und der Mathematik an der Universität Leipzig zu, nämlich mit ihrer Promotion auf dem Gebiet am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Nach deren Abschluss im Jahr 2011 begann sie direkt ein zweijähriges Postdoktorat an der School of Chemistry der Universität Leeds und wurde danach für 3 Jahre als Postdoktorandin an der Universität Stuttgart durch die Carl Zeiss Stiftung gefördert. Seit 2017 ist Anna Schenk Juniorprofessorin an der Universität Bayreuth. Die von ihr publizierten Arbeiten sind hoch zitiert, Beleg für den Pioniercharakter ihrer Forschung. Vor 2 Jahren wurde sie in das junge Kolleg der Bayerischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Ihre Vita und ihre Forschungsarbeiten belegen eindrücklich ihre außergewöhnlichen Leistungen, das große Potenzial ihrer Arbeiten sowie Zugkraft und Wirksamkeit der Wissenschaftlerin Anna Schenk. Liebe Frau Professorin Dr. Schenk, ich möchte Ihnen also sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung gratulieren und wünsche Ihnen alles Gute. Juniorprofessorin Dr. Monika Schönauer hat bereits jetzt eine außergewöhnliche Karriere in der Psychologie und den Neurowissenschaften gemacht. Sie beschäftigt sich mit dem Gehirn, spezieller mit dem Gedächtnis. Dabei hinterfragt sie sicher Geglaubtes und liefert ganz neue Erkenntnisse. Exemplarisch für ihre bahnbrechende Forschung ist die 2018 in Science publizierte Arbeit, in der sie zeigt, dass Lernen bereits nach kurzer Zeit zu Gedächtnisspuren im Neokortex führt. Darin kombinierte Monika Schönauer in eleganter Weise Verhaltensparadigmen und moderne Techniken. Die Arbeit ist zweifelsohne ein Meilenstein ihrer Karriere und ein Meilenstein für die Neuropsychologie, denn darin widerlegt sie die lang vorherrschende Doktrin, dass der Neokortex eben nicht in kurzer Zeit Gedächtnisspuren bilden könne. Er kann. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit verbindet Frau Schönauer exzellente analytische und methodische Fähigkeiten mit einem sehr stark hypothesenbasierten empirischen Ansatz. Neben klassischen Methoden der Psychologie und Neurowissenschaften nutzt sie moderne Ansätze wie das Machine Learning und kombiniert diese unterschiedlichen Methoden regelmäßig in außergewöhnlicher Weise. Ein Gutachten beschreibt ihren Beitrag zum Verständnis der Gedächtnisreaktivierung im Schlaf
als Landmark. Und das auf einem Feld, auf dem dringend nach geeigneten Messmethoden gesucht wurde, weil die EEG-Aktivität während des Schlafs kaum gedächtnisrelevante Informationen enthält. Die Arbeit sei beispielhaft for her creativity and keen sense for producing transformative work. Das Thema Schlaf und Gedächtnis hat Monika Schönauer schon während ihrer Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München beschäftigt, wo sie bereits studiert hatte, gefördert durch die Studienstiftung des deutschen Volkes. Die Promotion im Rahmen eines Fast-Track-Programms der LMU beendete sie 2014 mit Summa Cum Laude. Während ihrer Postdoc-Zeit an der Universität Tübingen warb sie eine Margarete von Wrangel Fellowship sowie ein Postdoc-Auslandsstipendium der DFG ein. Dieses führte sie an die Princeton University. 2020 wurde sie auf eine W1-Professur für Neuropsychologie mit Tenure Track auf W3 an die Universität Freiburg berufen. Mit ihrer Emmy-Noether-Gruppe verfolgt sie dort das Ziel, aktuelle Modelle der Gedächtnisforschung zu re-evaluieren. Neben vielen weiteren Preisen erhielt sie 2019 den Preis für junge Wissenschaftler von der Nationalen Akademie Leopoldina. Und auch der Transfer ihrer Ergebnisse in die Öffentlichkeit ist ihr ein Anliegen, beispielsweise die Vorstellung ihrer Studien in Psychology Today oder dem ZDF-Heute-Journal. Schließlich nutzt sie interdisziplinäre Zusammenarbeit, um die neurokognitive Gedächtnisforschung nachhaltig zu prägen und der Forschungslandschaft in den nächsten Jahren ganz neue inhaltliche und methodologische Impulse zu verschaffen. Sie verdient es ohne jede Einschränkung, mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ausgezeichnet zu werden. Wir gratulieren Juniorprofessorin Dr. Monika Schönauer ganz herzlich und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Guten Tag, mein Name ist Anne Ehrenhofer-Murray von der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich freue mich sehr, den heutigen Preisträger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises, Professor Jan-Michael Schuller, vorstellen zu können. Wie funktionieren biologische Makromoleküle? Wie sind sie in ihrem Inneren aufgebaut? Und wie können sie dann komplexe Funktionen in der Zelle einnehmen? Diesen Fragen widmet sich Professor Schuller, indem er strukturbiologische Studien von Proteinkomplexen durchführt. Er nutzt dazu die Methode der Kryoelektronenmikroskopie. Bei dieser Methode werden tausende Schnappschüsse, individuelle Aufnahmen einzelner Moleküle gemacht und dann im Computer zu einem dreidimensionalen Bild, zu einem Modell zusammengestellt. Auf diese Art und Weise hat Professor Schuller wichtige neue Einblicke bekommen in die Prozesse der Photosynthese, der Kohlenstofffixierung und des RNA-Metabolismus. Professor Schuller leitet seine eigene Arbeitsgruppe seit Juli 2020 am SIN-Mikrozentrum der Philipps-Universität Marburg. Sein Forschungsinteresse gilt dabei Proteinkomplexen aus Cyanobakterien, die für die Fixierung des Treibhausgases Kohlendioxid und für die Kohlenstoffkonzentration verantwortlich sind. Durch diese Studien können wir besser verstehen, wie wir vielleicht den Treibhauseffekt, der durch das Kohlendioxid verursacht wird, abmildern können. Dieses Forschungsgebiet hat sich Dr. Schuller bereits als Postdoktorand erarbeitet. Zu dieser Zeit war er tätig am Max-Planck-Institut für Biochemie in München, in der Abteilung von Professor Elena Conti. Sein Hauptaugenmerk in dieser Zeit galt Komplexen, die als so eine Art Polizisten in der Zelle tätig sind und die für den kontrollierten Abbau von RNA-Molekülen verantwortlich sind. Als Doktorand, ebenfalls im MPI und an der TU München, hat Dr. Schuller sogenannte AAA-ATPasen untersucht. Das sind Komplexe, die Qualitätskontrolle bei Proteinen durchführen. In seinen Arbeiten war er sehr erfolgreich. Sie sind in sehr renommierten Zeitschriften publiziert.
Und Professor Schuller hat auch Förderung eingeworben für eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe der DFG und er hat Unterstützung von der Daimler- und Benz-Stiftung. Mit seinem Gespür für spannende, ungelöste Fragen der Strukturbiologie und mit seinem experimentellen Geschick ist Professor Schuller in Rekordzeit gelungen, ein hochkompetitives und attraktives Forschungsprogramm zusammenzustellen. Für diese Erfolge und für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis gratuliere ich ihm an dieser Stelle ganz herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg mit den Forschungsarbeiten. So, nun haben wir alle 10 Ausgezeichneten gesehen, über die beeindruckenden Leistungen Laudationes gehört und diese mit schönen privaten Bildern bereichert gesehen. Ich denke, es wäre jetzt schön und auch nur angemessen, wenn wir versuchen könnten, in dieser virtuellen Weise gemeinsam anzustoßen. Haben alle ein Sektglas vor sich? Auf Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger. Aber natürlich, und das haben wir jetzt immer wieder von Ihnen gehört, auch auf Ihre Familien, Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Mentorinnen und Mentoren und alle anderen, diejenigen, die Sie immer unterstützt haben und Ihnen diesen außergewöhnlichen Erfolg ermöglicht haben. Herzlichen Glückwunsch und Prost! Die Filme zu allen Preisträgerinnen und Preisträgern werden auch weiterhin im offiziellen YouTube-Kanal der Deutschen Forschungsgemeinschaft abrufbar bleiben. Empfehlen Sie sie gerne Ihren Freunden und Kolleginnen, dass Sie die mal angucken können und sehen, wonach man streben kann in frühen wissenschaftlichen Karrierephasen. Dies war die Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2021. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und auf Wiedersehen.